Hallo. Hallo. Es geht. Das ist fit. Ja, Mann. Wir sind mal rein. Jo. Das schaut doch mal richtig gut aus, ne? So kann man in der Früh aufstehen. Geil, ey. Tobi auch am Start. Ja, guten Morgen. Oh, schau das mal an. Zweiter Tag, ne? Ach, geil. Wie fühlen sich alle? Ich fühle mich richtig gut. Ey. Ja? Ja. Du willst aufholen? Nee, du musst aufholen. Ich muss aufholen, ja. Immer direkt auf Niklas, du musst aufholen. Geil, ey. Heute ist dein Tag, Jens. Heute ist mein Tag, ja. Ja, das könnte sein, ne? Jens mit Motorrad-Skills könnte natürlich schon... Das stimmt, ja. Gut auf so ich muss auf jeden Fall ein bisschen mehr Risiko gehen heute. Gestern war es zu safe. Ich habe die Taktik nochmal überdacht heute Nacht. Deswegen, heute wird attackiert damit. Also nachher liegst du im Graben. Ja, nachher bin ich geflippt. Ja, wir hatten gestern schon ein bisschen Schrott. Ne? Für alle, die vielleicht das erste Video nicht gesehen haben, dann zeigen wir mal, was gestern so schönes war. Ne? Da war meine und Niklas Ehrenstunde auf jeden Fall. Daniel, ja geil. Aber wir machen das heute auf jeden Fall besser. Und freuen uns. Geil, let's attack! Ich bin als Schneemobilfahrer und sowieso heute mit so viel Eis ist Abstand. Du brauchst wirklich, auch wenn wir langsam fahren, 20 bis 25 Meter. Das ist einfach für die Reaktion. Dann die Maschine. Starten. Nach unten drücken und dann einfach, genau wie bei einem Auto. So wie bei einem Fiat. Fragen. Gibt es einen Rückwärtsgang? Auch? Tatsächlich. Hier so? Wenn ihr am Baum hängen geblieben seid und die Kufe weg ist, dann nutzt der Rückwärtsgang auch nicht. Okay, dann suchen Sie eine Maschine aus dieser Reihe und dann starten wir und dann nehmen wir da vorne kommen. Wie Steigerei. Junge, jetzt ist der Schnee tief. Ja, ist richtig tief, ne? Fuck. Dafür gibt es Tee und Schokolade jetzt. Mitten im Wald. Lag eigentlich jetzt jeder von uns einmal auf der Seite? Ja, ich lag zweimal auf der Seite. Lag jeder von uns einmal auf der Seite. Ja, ich lag jetzt gerade auch einmal. Das ist nur wegen der Schokolade hier. Nee, ein Wasser wollte ich eigentlich haben. Ah, warte, hier ist Wasser. Okay. Ready. So. Ja, nicht schlecht. Ulala, le Schokolade. Oh nein. You can eat off the ground here. Richtig, richtig geil ist es auf jeden Fall, aber sau anstrengend, ne? Ich weiß nicht, ob es auf dem Video so rüberkommt, aber ich denke, man unterschätzt
dieses Skido, nee, Skido darf ich nicht sagen, hat Timo gesagt, ne? Schneemobil heißt es! Schneemobil, Skido ist eine Marke. Man unterschätzt das total, ne? Also, das geht allem, schon. Wenn man sich einmal aufs Maul legt und dieses Skido irgendwie wieder hochhieven muss, das kostet so viel Körner. Fix und fertig. Du willst eigentlich nur noch ans Feuer oder so. Ich hab so Hunger. Und auf Hass, auf Hunde habe ich gesagt. Aber es hat Bock, vor allem auf Hunde. Dem See, als wir damit über 100 alle so hergescheppert sind, so dieser Schnee, das war schon mega. Das Krasse ist ja eigentlich, sind ja die Kurven, ne? Also wurde uns gerade erklärt, wenn man Kurven fahren will, muss man sich komplett zu einer Seite reinhängen und in die andere Richtung, in die du eigentlich fahren willst, lenken, damit dein Skido sozusagen so zur Seite kippt und du eigentlich so richtig so eine Steilkurve fahren kannst. Aber es ist ultra schwer, ich weiß nicht, hat schon irgendjemand von uns hingekriegt, naja, so richtig? Zur Seite kippen haben alle. Ja, zur Seite kippen. Ja, weitergefahren, ne? So. Ja. Was macht man jetzt? Jetzt ist wieder Challenge-Time, Leute. Vom letzten Video wisst ihr vielleicht den Punktestand. 4, 3, 2, 1, wir blenden es einfach kurz ein. Und ja, jetzt geht's wieder auf Zeitenjagd mit dem Skido. Wir stoppen das Ganze wieder und werden jetzt mal auslosen, wer anfängt. Ne? Zufallsgenerator zwischen 1 und 4. Wir nehmen einfach die Punktzahl von gestern, das sind unsere Nummern, und generieren die erste Zahl. Und die erste generierte Zahl hier ist 2. Da steht's. 2. Hier oben. 2 neben ist der Niklas Start. Nein. 2 ist Niklas. Hä? Ja, korrekt. Ach, wir haben die Punktezahl. Ich dachte, wir haben den Platz. Die Punktezahl von gestern. Alter, ey, immer muss Niklas ich anfangen hier. Fängt wieder an, immer Junge. Muss ich anfangen. Was soll die Scheiße? Ja, ja. Aber ganz ehrlich, wir wissen auch nicht, ob es besser ist zu starten oder als letzter zu fahren. Also korrekt. Deswegen, keine Ahnung. Dann machen wir weiter. Ich generiere die nächste Zahl. 3. Bin ich. So. Geil. Dann nächste Zahl ist 2 hatten wir schon. 4. Ja. Nicht? Ja. Und Jens ist wieder letzter! Genau die gleiche Reihenfolge wie gestern. Ja. Da ist ja wieder richtig Druck im Kessel beim Jens. Ich spüre jetzt schon wieder. Ey. Die mögen dich, Timo. Sind ja gerade in der Startaufstellung auf dem Grid. Oh. Sind wir gerade in der Startaufstellung auf dem Grid. Hier ist Audi Sport. Daniel, wie läuft's? Wie fühlt sich vom Rennen? Oh, der ist süß. Du bist ein ruhiger, gell? Sie sind heiß, ne? Ich habe ihn gerade gefragt, ob die bellen, weil die happy sind und so. Er sagt, ja, die freuen sich. Also die freuen sich da drauf. Also scheinbar haben die Freunde sich jetzt riesig, dass sie uns da ziehen dürfen. Ne? Das ist, ich weiß nicht, ich bin aber im ersten Moment so ein bisschen, vorsichtig. Ich finde es auch ein bisschen komisch, so Hunde an so einer Leine zu sehen und zu sehen, dass die einen ziehen. Aber scheinbar gefällt es denen. Und daher machen wir das jetzt. Und dann machen wir die Challenge danach, weil er angerufen hat und meinte, wir müssen jetzt los. Die Hunde haben so Bock. Deswegen machen wir das gleich nochmal. Ne? Ganz ehrlich, am Anfang dachte ich so, die Hunde, die können doch wohl auch noch warten, aber jetzt, Digga, die sind so hyped. Ja, die drehen durch, ne? Die wollen jetzt losrennen. Also, okay. Haben wir lachen. Wenn die angeleint sind, dann ist bei denen quasi Vollgas angesagt. Also reinsetzen und Spaß haben. Es wird gefährlich, kann ich dir sagen. Apex, ja. Ja, den haben sie, Wie fühlst du dich? Ein bisschen kalt ist mir, aber es war geil. Es war eine geile Erfahrung auf jeden Fall. Es ist so kalt, ich spüre meine Hand nicht mehr. Wir freuen uns, dass wir alle da sind. Die Sonne ist tief und der Niklas ist hyped. Viel Glück, viel Spaß, stay safe. Hey, du kleiner Affe, Junge. Schlag mich nicht mit Eisplatten. Okay.
1:12:67. Was sagt er? Wie war's? Ich glaub gut. Sah gut aus auf jeden Fall. Nice. Also, wer ist dran? Du hast auch, du hast nicht mal zugemacht. Alter. Es sind ja nur 150, also passt ja. Auf die Plätze. Fertig. Los. Niklas, du bist schon mal vor Tobi. Ja! Langsamer als Nein, Niklas. Nein, hör auf! 4 Sekunden, Junge! Was? 4 Sekunden? Nein, kann nicht sein, Alter. Doch. Leck von mir, Alter. Niklas, Respekt, Alter. Junge Maschine, Alter! In der Rechtskurve. Ja, fast gekippt. Aber ich habe das Gefühl, es ist richtig eisig, ne? Naja, gut, na ist doch okay, da bin ich auch zufrieden. Schauen wir mal, was der Jens jetzt noch raus hat. Tobi! 300? Oh, Junge. Das war deine Königsdisziplin, Jens. Was war, woran hat es gelegen? Ganz ehrlich, aber ich hatte das Gefühl, Anfang bist du richtig gut gefahren, nur die letzte hat es dir verkackt. Ja, ja, die erste hat es richtig gut erwischt. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Respekt! Niklas Christel ist Gewinner von Tag 2. Ich hätte es selbst nicht glauben. Somit 4 Punkte. Habt auch noch versteckte Talente. 3 Punkte. Für mich, 2 Punkte für Jens und 1 Punkt für Tobi. Die goldene Ananas geht heute an dich. Und ich glaube, jetzt ist Zeit für Essen. Ja. Okay? Ja. So, ein weiterer wunderschöner Tag geht zu Ende, Freunde. Alle ein bisschen am Arsch, oder? Ja, so ein bisschen am Arsch schon. Aber Tobi, 6 Tobi Stunden sagt schon gar nicht mehr, der will schon nur essen hier. Mir tut mein ganzer Rücken weh von diesen Huckeln die ganze Zeit. Und irgendwann, jeder, ihr habt dann gesehen, vorne sind sie alle mal gestanden und ich konnte nicht mehr stehen, einfach nur gesessen, bam, 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 die ganze Zeit. Oder bist du still, weil du heute nur einen Punkt geholt hast. Ja, deswegen auch, ja. Aber morgen kommt mein Tag. Aber man muss sagen, wir haben gut performt da. Also es ist nicht so, dass irgendjemand voll schlecht war oder jemand voll gut, obwohl Niklas war ja, ich echt war gut. Schon außerordentlich gut, muss ich sagen. Nee, aber also ich werde heute auf jeden Fall feiern. Ersten Drinks sind bestellt. Solange man noch feiern kann, alles mitnehmen. Mitnehmen, ne? Also wir blenden jetzt nochmal den Punktestand für euch ein, Leute. Das war der zweite Tag unserer Schwedentour. Morgen geht's, also im nächsten Video geht's für uns dann auf die Eisstrecke mit RS3. RS3, werden wir fahren, werden wir driften, werden wir wieder einen hammergeilen Tag haben. Also hier ist jeden Tag voller Action. Deswegen hoffe ich, dass ihr da dabei seid. Abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und wir essen jetzt was Schönes. Ciao. Nothing can stop me, I'm all the way up.